So, wir sind wie immer hier im TRX-Raum des Fitnessclubs und heute beschäftigen wir uns auch tatsächlich mit dem TRX. TRX heißt hier das Produkt nur, weil es eben von der Marke TRX kommt. Allgemein nennt man diese Dinger aber Schlingentrainer und es gibt natürlich auch kostengünstigere Varianten. Ich kann euch, wenn ihr das wollt, einen Link einblenden, weil nicht jeder hat das Geld, 200, 300 Euro für dieses Home-Fitness-Studio auszugeben, sondern das gibt es auch schon für ein Fünftel, ein Sechstel des Preises. Aber wie gesagt, ich arbeite regelmäßig zwei, dreimal die Woche mit diesen Teilen, weil es einfach ein geiles Training für die komplette Ganzkörperkräftigung darstellt. Eben auch heutzutage arbeiten auch viele Models, Supermodels, auch schon mit diesen Geräten, weil eben der große Vorteil ist darin, dass man eben seinen ganzen Körper, die Muskulatur kräftigt, unter Spannung bringen kann, aber eben ohne groß zu hypertrophieren. Man bekommt davon keinen 40er Bizeps, keinen 60er Oberschenkel. Das ist wichtig für Frauen gerade. Gerade eben wichtig für die ganzen Frauen, die eben schlank, aber straff bleiben wollen. Und deshalb ist da eben das Schlingentraining, das funktionelle Schlingentraining eine sehr gute Variante. Hier im Fitnessclub Fellbach gibt es da eben ein Special Training, weil eben hier ein ganz eigenes Fitnesskonzept mit diesen Geräten entwickelt wurde und wirklich jedermann mitmachen kann. Von 15-jährigen Jungen bis zum 85-jährigen Opi können da alle Leute mitmachen, denn es gibt einfach Herabstufungen auf jedes Leistungsniveau oder eben Heraufstufungen, je nachdem wie fit man ist. Ich zeige dir heute einfach mal ein Basic Programm für den ganzen Körper, weil du arbeitest auch zum ersten Mal jetzt mit diesen Geräten. Aber ich weiß, du hast es schon zu Hause eins angeschafft, aber dir fehlt halt noch das passende Programm. Deshalb fangen wir jetzt einfach mal an. Wir gehen bei der ersten Übung mit dem Unterarm in die Schlaufe. Genau. Das wäre etwas kleiner als du, also. Genau, das wär's. Das macht überhaupt nichts. Jetzt bauen wir erstmal Spannung auf. Das heißt, unser Körper ist eine Linie. Ja. Und jetzt hat man jetzt schon mal einen Rumpfstand hier in der Luft. Das Ganze kann man ja gleichzeitig, also das ist das gleiche wie am Boden, nur jetzt eben in der Luft. Und dadurch, dass diese Schlaufen eben herumwackeln, muss man das zusätzlich noch stabilisieren. Wenn man jetzt noch einen Schritt nach unten geht, dann wird das Ganze gleich anstrengend. Das heißt, je weiter man zum Befestigungspunkt geht, desto heftiger wird es. Das Ganze kann man dann steigern bis eben ganz runter. Ja. Ups! Es ist nichts passiert, oder? Es ist nichts passiert, aber okay. Es war wirklich lustig. Okay, das heißt, wir gehen wieder eine Stufe zurück und halten einfach mal die Spannung. Jetzt könnte man auch hier das Ganze variieren, indem man nach vorne oder zurück geht. Und du siehst, es ist schon sehr anstrengend. Denn man kommt leicht ins Schwitzen und es reicht schon. Das wäre jetzt mal Übung 1. So. Um jetzt noch ein bisschen mehr Stabilität zu kriegen und nicht so auf die Seite zu fallen wie gerade eben, kann man auch einfach nochmal einen kleinen Schritt weiter auseinander gehen. Zu Hause gibt mich keiner sehen. Genau. Ja, Das schneiden wir jetzt nicht raus. Okay. Eben. Einverstanden, einmalig. Das gehört da rein. Einmalige Sache. So, Übung 2. Wir sind jetzt auch aus den Schlaufen rausgegangen. Man könnte das Ganze aber auch in den Schlaufen machen, weil nicht jeder Schlingentrainer hat einen Griff und eine Schlaufe. Das heißt, wer keinen Griff hat, bleibt einfach in der Schlaufe. Jetzt führen wir hier einfach erstmal wieder die Spannung aufbauen. Das heißt, ihr seht wieder, wir haben unseren ganzen Körper unter Spannung. Das heißt, der ganze Körper wird gekräftigt. Und jetzt im Speziellen machen wir noch Liegestützen. Genau, jetzt ganz wichtig, dass das Handgelenk unter Spannung bleibt. Genau, ich schaue mir das Ganze jetzt bei dir mal an. Mach das Ganze etwas langsamer. Genau, die Arme müssen gar nicht so breit auseinandergehen. Geh noch mal einen kleinen Schritt nach vorne. Mhm. Genau. Jetzt, genau. So sieht das Ganze besser aus. Und das Handgelenk nicht abklappen, immer unter Spannung lassen. Genau. Und ich merke schon, die Arme zittern etwas. Aber die Spannung ist da. Die Spannung ist da.
Genau. Das reicht auch schon. Die nächsten Übungen seht ihr jetzt bei der Lydia auf dem Channel. Schaltet also nicht weg. Es kommt noch ein komplettes Workout, sodass wir den ganzen Körper belasten. Bis gleich. Bis gleich.